Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Blaulichtmagazin. Heute geht es wieder um das Firecamp 2023 in Kroatien. Und heute möchte ich euch mal erklären, was für Ausrüstung ich persönlich mit ins Firecamp nach Kroatien mitnehmen werde. Also bleibt dran. Reden wir gar nicht lange um den heißen Brei, sondern fangen direkt mal an. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit der Schutzkleidung und der persönlichen Schutzausrüstung, die ich mitnehmen werde. Fangen mal unten an, vom Fuß bis hoch zum Kopf. Und danach geht es um die Ausrüstung und so weiter. Vorab nochmal der Hinweis, unten in der Videobeschreibung findet ihr alle Links zu den gesamten Produkten hier. Könnt dort dann natürlich näher reinschauen, euch das Ganze mal näher angucken und wenn euch das Ganze gefällt, natürlich auch bestellen. Guckt also mal unten in die Videobeschreibung, da sind alle Sachen hier verlinkt. Aber jetzt geht's los erstmal mit der Ausrüstung. Als erstes geht es um das Thema Stiefel. Das hier ist der Hikes Misula, ein richtiger Waldbrandstiefel, kann man sagen. Und der wird mich in den nächsten zwei Wochen in Kroatien täglich begleiten. Das ist ja ein Stiefel, der wirklich für Waldbrände konzipiert wurde. Der ist sehr leicht vom Gewicht her, ist wie ein Wanderschuh aufgebaut, auch mit der Schnürung hier, kann auch verstellt werden. Je nachdem, ob man viel bergab oder viel bergauf läuft, kann man das Ganze dann verstellen, dass es sich auch besser einknicken lässt. Und ansonsten bietet er natürlich alle Eigenschaften, die ein Feuerwehrstiefel bieten muss, von der Feuerfestigkeit bis hin zu Sicherheitsstufe, Stahlkappe und so weiter. Das alles ist hier enthalten beim Schuh von Hikes mit dem Namen Misula. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Als nächstes geht es weiter mit der Schutzkleidung. Ich habe ja Schutzkleidung von Deva bereits an. Das hier ist die Hose, man sieht es an den Hosenträgern. Und dann holen wir noch die passende Jacke dazu. Ich ziehe sie mal kurz drüber. Das ist das Modell Rescuer THL, beziehungsweise wird es auch Wildfire genannt in manchen Katalogen. Das ist eine einlagige Schutzkleidung, die eigentlich für Hilfeleistung gedacht ist, hat normalerweise noch eine Membran drin. Die lässt sich aber herausnehmen und mit der herausgenommenen oder ohne der herausgenommenen Membran ist das Ganze auch für Waldbrandbekämpfung oder Brandbekämpfung im Freien zugelassen. Das ist dann wirklich nur noch einlagig. Eine Schicht Stoff ist hier dabei. Das Ganze ist sehr leicht, wirklich auch bei Hitze erträglich. Ich habe es selber schon getestet mehrfach und muss sagen, das ist wirklich sehr angenehm im Tragen. Man schwitzt nicht zu sehr. Klar, es ist einfach warm mit langärmlichen Sachen. Da kann man nicht drum rumreden, aber es ist auf jeden Fall weitaus erträglicher als mit dicken Sachen, die für einen Innenangriff eigentlich gedacht sind. Das habe ich auch mit dabei. Ich finde auch super hier, dass man die Taschen so vielseitig angebracht hat. Man hat hier auch Reißverschlüsse angebracht an den Taschen und auch solche Klappen umgenäht, damit nichts in die Taschen reinkommt, an Staub oder auch an Glut oder auch an anderen Sachen, wenn man mal stürzt oder so. Das finde ich super. Die haben auch einen Bund unten an den Knöcheln, sodass die Hosenbeine ordentlich abschließen und auch von unten kein Ruß und Staub reinkommt, zumindest nicht so viel. Und ansonsten bin ich sehr zufrieden vom Tragekomfort hier. Ist eine super Einsatzkleidung, die sich für Waldbrände auf jeden Fall eignet. Der Rescuer THL von Deva. Was mir gerade beim Einpacken der Ausrüstung gerade nochmal eingefallen ist, und ich wollte eigentlich gerade nach Hause fahren, zum Thema Ausrüstung, Schutzkleidung. Das ist natürlich so, es kann auch sein, dass ich nicht die Kleidung von Deva tragen werde vor Ort, sondern welche vom Verein gestellt bekomme, da ich natürlich nicht aus der Reihe tanzen möchte. Es kann sein, dass die Einsatzkräfte vor Ort zum Beispiel gelbe Schutzkleidung tragen, das, was für Waldbrände üblich ist, so ein spezielles Modell. Wenn ich dann mit meiner blauen Blaulichtmagazin-Uniform komme, sieht das natürlich wieder so aus, als wäre ich irgendwie was Besonderes oder so. Das möchte ich natürlich auch nicht. Ich werde mich dann der Mannschaft anpassen und das tragen, was mir dort zur Verfügung gestellt wird. Aber für solche Fälle habe ich sonst halt noch die Deva-Sachen mit, den Rescuer THL. Nur nochmal als Info für euch, dass ihr euch dann nicht wundert, wenn ich plötzlich gelbe Sachen anhabe und nicht mehr die blauen, die ich euch jetzt gerade vorgestellt habe. Das wollte ich gerade nochmal loswerden und jetzt weiter mit dem Video.
Dann als nächstes geht es natürlich auch um den Handschutz. Wir schauen mal, was wir für die Handschuhe mitgebracht haben. Da habe ich hier zwei Paar von Penkert. Das Ganze habe ich bei mir in der Feuerwehr auch so aufgebaut. Ich habe jetzt keinen speziellen Waldbrandhandschuh, sondern eben für jeden Einsatzzweck ein extra Paar. Das sind die dünnen Handschuhe, nenne ich sie jetzt mal, der Bad Boy, so heißt das Modell. Ist für die technische Hilfeleistung gedacht und für handwerkliche Arbeiten. Gerade auch, wenn man Schläuche ausrollt, Schläuche wieder aufrollt, wenn man mit Handwerkzeugen arbeitet und keinen unmittelbaren Flammenkontakt hat, dann sind das ja wahrscheinlich die Handschuhe, die zu 99% getragen werden, auch in Kroatien dann. Wenn es wirklich heiß wird und man Kontakt mit Feuer hat oder auch mal durch ein Glutnest durchlaufen muss, wo es passieren kann, dass man hinfällt, dass man sich aufstützen muss, da habe ich den Elk Defender mit. Das ist ein klassischer Brandeinsatzhandschuh aus Elchleder. Der ist wirklich auch für den Innenangriff geeignet. Der hat die besten Eigenschaften, die man sich so für so einen Brandeinsatzhandschuh vorstellen kann. Der wird wahrscheinlich sehr selten getragen werden, aber wenn wirklich der Kontakt zum Feuer da sein sollte, dann ist das die richtige Wahl. Ansonsten für alle anderen Sachen der Bad Boy von Penkert. Die beiden Modelle auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Falls euch das näher interessiert, schaut es euch mal an. Kommen wir zum nächsten Punkt, das Thema Atemschutz. Auch darüber habe ich mir Gedanken gemacht, habe mich auch auf den letzten Messen informiert, was man denn zum Thema Atemschutz beim Wald- und Vegetationsbrandeinsatz tun kann. Da gibt es ja doch einige Möglichkeiten und man sollte das auf keinen Fall vernachlässigen. Bei Dräger bin ich fündig geworden. Dort gibt es das Waldbrand-Kit oder auch Englisch das Wildfire Response Kit. Das ist so ein Beutel hier, sehr gut verpackt, dass man das auch ein bisschen hygienisch lagern kann im Fahrzeug. Und hier ist erstmal eine eine Brille drin, eine Schutzbrille, die lässt sich um den Kopf, aber auch um den Helm tragen, also am Helm befestigen für den Transport und dann um den Kopf, auch für mich als Brillenträger geeignet, kann man die hier dann tragen und dann ist man erstmal vor Rauch in den Augen geschützt. Das ist ganz, ganz wichtig, das brennt sonst in den Augen. Aber was noch nicht zu vernachlässigen ist, ist die Halbmaske hier. Das ist die, ich muss auf meinen Spickzettel schauen, die Halbmaske von Dräger Xplore 3500. Die hat zwei Kombifilter dran. P3-Filter sind das mit Gas- und Partikelschutz. Und ja, die wird einfach um den Kopf gemacht, hier so fest. Und dann hat man einen Atemschutz, der lange hält und der auch einfach auswechselbar ist. Hier sind auch Hygienetücher dabei, dass man die Maske auch nach jedem Einsatz auswischen kann. Es sind Ersatzfilter noch dabei. Und was auch in dem Kit mit dabei ist, was auch mal so für schnell draußen irgendwo geeignet ist, sind FFP2-Masken mit einem kleinen Filter drin. Die sind auch super, um Staub und Partikel aus der Luft zu filtern. Die kann man auch benutzen zum Thema Atemschutz. Das ist das Waldbrand-Kit von Dräger. Und zur Brille sei auch noch mal gesagt, falls euch das interessiert, wie die heißt, das ist die Dräger Xpect 4800. Das ist die Schutzbrille dann, die man auch um Helm und im Gesicht als Augenschutz tragen kann. Genau, das dazu. Wo wir jetzt schon beim Kopf angekommen sind, machen wir mit dem Helm weiter. Ich habe hier den Schutzhelm von MSA, ist der F2XR. Der ist auch für technische Hilfeleistungen gedacht, aber auch für die Waldbrandbekämpfung zugelassen. Der ist sehr, sehr leicht, also wirklich mit einem richtigen Feuerwehrhelm nicht zu vergleichen. Der hat hier oben auch so ein bisschen Lüftungsschlitze, sodass man das Ganze im Sommer auch tragen kann, ohne dass man komplett schwitzt. Natürlich wird das warm hier drunter, aber nicht so extrem warm. Man hat ein Visier innenliegend, was man ausklappen kann. So eine Schutzbrille ist das hier. Ja, dann kann man, wie gesagt, von Dräger die Brille kann man auch hier drum machen. Es gibt auch von MSA eine Brille, die man hier einklickt und dann kann man die auch drüber ziehen. Aber ich habe jetzt die Kombination mit der Drägerbrille, kann euch das auch mal kurz zeigen. Die wird einfach hier drum gespannt. So, und dann ist das Ganze hier fest, kann um den Helm getragen werden während des Transportes. Und wenn man die Brille dann braucht, klappt man sie einfach nach vorne über und hat die Schutzbrille dann auf. Genau, das ist der Helm. Ja, ich finde den angenehm vom Tragekomfort. Ich habe schon einige Helme ausprobiert. Es wird auch demnächst endlich dann die Helmreihe bei uns auf dem Kanal geben, wo wir die ganzen Helme mal vorstellen, die wir in den letzten Monaten ausprobiert haben. Ist leider noch nicht geworden, aber bei dem habe ich wirklich ein positives Feedback hier. Der gefällt mir richtig gut. Ist wie gesagt leicht, bequem zu tragen. Kann man auch super einstellen, auch sehr leicht einstellen. Man muss da nichts groß studieren vorher. Man kann das wirklich mit wenigen Handgriffen auf seinen Kopf anpassen. Und das ist der Helm meiner Wahl, der F2XR von MSA.
Wenn wir schon beim Kopf sind und beim Thema Helm, habe ich direkt das nächste Produkt. Und zwar geht es um das Thema Licht. Ich habe es jetzt schon mal am Helm befestigt. Das ist die Aculux STL1X, eine Stirnleuchte, eine X-geschützte Stirnleuchte, die man nicht nur am Kopf tragen kann, sondern eben auch am Helm. Die hat so ein Gummiband mit einer gummierten Innenoberfläche, sodass es nicht verrutscht am Helm. Und die kann wirklich an nahezu jeden Helm angebracht werden. Ist hier vorne im Bereich kippbar. Man kann die nach unten neigen und auch nach oben, nach vorn. Und die bietet verschiedene Leuchtstufen. Ja, mal weit und mal etwas weniger Licht sozusagen. Das muss man im Dunkeln mal ausprobieren. Ist auf jeden Fall ein nützliches Tool, um gerade die Hände frei zu haben, um Licht in der Richtung zu haben, wo man hinschaut. Kann gerade im Dunkeln, in der Dämmerung, im Wald ganz sinnvoll sein. Deswegen darf sowas nicht fehlen. Aber das nächste zum Thema Licht ist die HL12X, auch wieder von Aculux, eine X-geschützte Leuchte, so wie das in der Feuerwehrvorschrift ist, Norm ist. Eine Handleuchte, die extrem leicht ist. Ja, man glaubt gar nicht, dass hier ein Akku drin ist. Die ist wirklich so leicht, da denkt man, die ist leer, aber die ist voll bestückt mit Akku, ist aufladbar in den normalen Ladestationen, die für alle Aculux-Leuchten gehen. Und ja, gerade beim Waldbrandeinsatz will man ja so viel Gewicht wie nötig einsparen. So viel Gewicht wie möglich einsparen, so rum. Und da ist das Leichtgewicht hier wirklich super. Hat auch verschiedene Leuchtmodi zum Einstellen hier. Und kann ich nur empfehlen, die Aculux HL12X, auch unten in der Videobeschreibung. Und was auch mitkommt auf jeden Fall, das kommt nachher in meinen Einsatzrucksack, auf den werde ich auch noch eingehen, ist die IL500 LED von Aculux. Eigentlich eine Inspektionsleuchte, so heißt sie im Katalog, aber eigentlich ist es ein Multitalent, eine Multifunktionsleuchte. Ich habe die schon ein paar Mal vorgestellt, weil ich so begeistert von dem Ding bin. Die hat erstmal oben so eine Lampe zum in die Weite leuchten. Dann hat sie noch hier so eine Leuchte, die ist dimmbar für ein breites Licht, ein extrem helles, breites Licht, kann auch gedimmt werden. Dann hat man auch ein Rotlicht hier dabei, um im Dunkeln nicht zu blenden, wenn man irgendwo gemütlich sitzen möchte oder auch jemanden nicht aufschrecken möchte, kann man das mitnutzen. Und es gibt auch eine Blinkfunktion, die kann man als Warnleuchte nutzen. Die hat überall Anhänger, hat Magnete dran, hat so einen Clip hier dran. Die kann man vielseitig befestigen, überall dran machen und dann leuchtet die vor sich hin. Die hat einen Akku verbaut, kann über ein Mini-USB-Kabel oder ein Micro-USB-Kabel geladen werden. Hat auf der anderen Seite noch einen USB-Ausgang, sodass man die auch als Powerbank nutzen kann. Man kann sein Handy hier anstecken und laden. Das ist auch meiner Meinung nach ganz wichtig, wenn man irgendwo im längeren Einsatz ist und das Telefon ist mal leer, man braucht es aber für die Kommunikation irgendwie, dann kann man hier das Handy anstecken, mal eine Weile laden, sodass es wieder funktionstüchtig ist. Also die IL500 von Aculux, auch ein super Gerät für die Waldbrandbekämpfung jetzt in Kroatien. So, das war eigentlich jetzt erstmal die persönliche Schutzausrüstung. Ich bin schon ein bisschen so in die Gadgets übergegangen und würde sagen, wir machen nochmal mit den restlichen Ausrüstungsgegenständen weiter, bevor ich dann auch nochmal auf meinen Einsatzrucksack zu sprechen kommen werde. Da haben wir als nächstes hier zum Beispiel ein Tarp. Das ist von Vontox, von Amazon, eine Marke. Habe ich mitgenommen, weil ich ja unterwegs auch mit dem Auto übernachten werde, irgendwo am Waldrand oder am Straßenrand, wo auch immer. Da muss man natürlich gucken, wo das zulässig ist. Aber da, wo es möglich ist, würde ich natürlich auch gern draußen schlafen bei den Temperaturen. Deswegen das Tarp einfach am Auto nach unten gespannt, Feldbett aufgestellt und dann kann man da auch mal draußen schlafen. Auch beim Waldbrandeinsatz, wenn es mal länger gehen sollte, kann man sich ein bisschen einen kleinen Wetterschutz aufbauen vor Wind und auch als Sichtschutz, wie auch immer. Also das ist, nimmt nicht viel Platz weg, gehört meiner Meinung nach zu so einer Ausrüstung dazu. Und ich habe es gerade auch schon gesagt, auch ein Feldbett ist mit dabei. Das habe ich jetzt im Auto, das wollte ich jetzt nicht extra aufbauen. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da ist auch mein Campingstuhl noch mit dabei. Der ist auch meiner Meinung nach ganz wichtig, wenn man auf mehrtägige Touren ins Ausland fährt. Einfach um sich auch mal auszuruhen nach dem Einsatz, vor dem Einsatz, zwischendurch. Campingstuhl, Feldbett, wie gesagt, nicht wegzudenken. Unten in der Videobeschreibung gibt es da Näheres dazu. So, dann kommen wir mal dazu hier. Ihr seht, ein Schlauch hier, ein D-Schlauch ist das. Und ich habe lange überlegt, nehme ich ein paar Schläuche mit, nehme ich keine mit. Ich werde den nicht mitnehmen, aber ich würde ihn euch trotzdem mal kurz zeigen, weil der für den Einsatz eigentlich perfekt geeignet ist. Aber da ich jetzt auf dem Fahrzeug weder eine Pumpe noch einen Wassertank noch irgendwas habe und wir dort vor Ort auch Einsatzfahrzeuge mit Einsatzmaterial haben werden, werde ich darauf verzichten. Trotzdem, der D-Schlauch hier ist meiner Meinung nach perfekt für solche Einsätze geeignet. Das sagt auch der Hersteller Haberkorn, weil der direkt als Waldbrandschlauch intern auch bezeichnet wird. Das ist der Reflex, so heißt der. Da gibt es demnächst auch noch mal ein Video bei uns auf dem YouTube-Kanal, wo ich das genauer zeige und erkläre. Aber kurz zusammengefasst, der Schlauch hat eine Selbstschutzfunktion.
Das funktioniert so, dass die Oberfläche hier perforiert ist und wenn man Druck auf den Schlauch gibt und Wasser abgibt, dann benetzt sich der Schlauch selbst. Das Wasser sickert quasi nach außen, benetzt die äußere Hülle des Schlauchs und wenn man den jetzt durch Glutnester zieht oder eine Flammenfront näher rückt, dann schützt er sich selbst vor diesen Einwirkungen. Er schmilzt nicht einfach, sondern er hat eben eine Wasserschicht, die ihn kühlt und vor Hitze schützt und somit hält er einfach länger. Das kann man so sagen. Genau. Ja, der Reflex von Habercon, wie gesagt, demnächst kommt da nochmal ein näheres Video. Wäre jetzt in Kroatien super, aber hat jetzt für mich keinen Sinn gemacht, den alleine mitzunehmen. Gut, Kommunikation ist der nächste Punkt. Da habe ich hier ein paar Walkie-Talkies oder so kleine Funkgeräte mit dabei. Sind auch von Amazon, jetzt nichts Besonderes, No-Name-Marke. Auch jetzt nicht für BOS irgendwo geeignet, das sind eigentlich so Freizeitgeräte. Muss man natürlich auch gucken von den Frequenzen, welche Funkgeräte in welchen Ländern benutzt werden dürfen. Ich habe die Sachen mal unten in der Videobeschreibung, wie gesagt, verlinkt, da könnt ihr mal reingucken. Die habe ich jetzt schon mal getestet, haben im Wald super funktioniert. Über 1-2 Kilometer bin ich da auf jeden Fall gekommen. Quasi DMO-Reichweite wäre das so ungefähr. Für weitere Distanzen eignet sich das dann nicht. Da sollte man auf professionelle Geräte zugreifen. Aber so, um mal am Verteiler was am Marsch zu geben oder sich irgendwie abzusprechen, sind die super. Habe ich 2 Stück mit, um noch mit einer zweiten Person in Kontakt zu treten. Ansonsten haben wir im Firecamp natürlich auch Ausrüstung von Verein und auch von der Feuerwehr dort, die wir nutzen können. Da ist das nicht notwendig. Aber wenn man doch mal irgendwo zu zweit unterwegs ist, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Dann sehen wir hier als nächstes eine Trinkflasche, eine Feldflasche. Und die habe ich seit einem Jahr jetzt schon. Die hatte ich auch in der Sächsischen Schweiz bei den Waldbränden letztes Jahr im Einsatz. Die finde ich von der Größe her super. Hier passt wirklich ein ganzer Liter Wasser rein. Und die kann man auf vielfältige Art und Weise tragen, befestigen. Die hat so einen Tragegurt, dann kann man über die Schulter hängen, sich um den Hals hängen, wie auch immer. Und die hat auch oben nochmal so einen Henkel mit einem Karabiner dran, so dass man das Ganze am Rucksack festmachen kann, an der Einsatzkleidung irgendwo oder auch irgendwo am Fahrzeug aufhängen kann. Das ist eine Edelstahlflasche, eine doppelwandige, die isoliert also von Haus aus schon und die hat nochmal so eine Neoprenhülle hier drum, so dass wirklich das Wasser drin oder die Flüssigkeit da drin ihre Temperatur lange, lange hält. Es muss nicht eiskalt sein, aber es sollte doch meiner Meinung nach ein bisschen erfrischend sein, was hier drin ist und deswegen mache ich mir morgens auch dann immer kaltes Wasser rein und dann kann man wirklich sagen, das hält den ganzen Tag. Je nachdem, wie man sich das einteilt natürlich. Aber ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Ist auch von Amazon ein Produkt, No Name, irgendwo aus Asien, aber hat sich bei mir jetzt bewährt. Kann ich empfehlen. Klare Kaufempfehlung auch, wenn euch das interessiert. Guckt es euch mal näher an. Und dann haben wir hier noch was ganz Spezielles von der Firma Bresser. Und zwar geht es hier um ein Fernglas. Das ist das 1042 von Bresser und das nehme ich mit, weil wir natürlich auch Patrouillenfahrten machen werden. Unsere Aufgabe in Kroatien wird auch sein, dass wir zu gewissen Zeiten auch die Umgebung auf Feuer, Rauchentwicklung überprüfen, beobachten und da ist ein Fernglas unabdingbar. 10-fache Vergrößerung, hat auch ein gutes Kontrastverhältnis. Die Augenmuscheln sind auch so gestaltet, dass ich auch als Brillenträger das Ganze tragen kann. Man kann hier sehr schön fokussieren und ja, das hat sich jetzt in den letzten Tagen, habe ich das mal ausprobiert, hat sich auch bewährt. Ich bin sehr positiv überrascht gewesen, wie gut so ein Fernglas ausgerüstet sein kann. Werd mal gucken, wie das in der Praxis funktioniert dann. Letztendlich muss man das eine Weile mal machen. Ist jetzt gewöhnungsbedürftig, wenn man sonst noch mit der Kamera arbeitet, wenn man dann mal durch ein Fernglas schaut. Aber bis jetzt habe ich echt einen guten Eindruck davon und ich bin gespannt, wie das dann bei den Patrouillenfahrten in Kroatien aussehen wird.